Hallo, ihr Hübschen. Ich habe heute noch ein Video für euch, weil ich war jetzt gerade beim Basteln für die Carmen. Da habe ich euch ja das Video dann schon hochgeladen. Und dann macht es Klingelingeling, Klingelingeling, es kommt der Eiermann. Nein, jetzt fangen wir nicht an zu singen, um Gottes Willen. Nein, der Postbote kam und hat mir noch ein Päckchen gebracht. Warum er mir das nicht gleich mit dem anderen gebracht hat, ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, weil ich habe mich jetzt nicht unbedingt... Wie sagt man, ich bin nicht umgezogen in der Zwischenzeit oder so. Also, keine Ahnung, vielleicht liefern sie jetzt auch zu zweit aus, aber bei uns ist das gerade mit der Post eh ein bisschen komisch. Und auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein Päckchen bekommen von der lieben Claudia. Die Claudia nennt sich jetzt bei YouTube. Ah, ich bin gerade voll bei eBay, weil ich die ganze Zeit gerade bei eBay stöber. Blue Ocean. Die Claudia hat ein Video von mir gesehen mit den Chunky Charms und hat mich gefragt, ob ich ihr einen Chunky Charm verkaufe. Ihr würde dieser türkisfarbene sehr gut gefallen. Aber jetzt sage ich das einfach mal nochmal so ganz, ich kann nichts verkaufen und ich werde auch nichts verkaufen, weil ich kein Gewerbe angemeldet habe und ich werde auch kein Gewerbe mehr anmelden. Ich war 13 Jahre lang selbstständig und ich habe gelinde gesagt die Schnauze voll davon. Ich streite mich weder noch mit dem Finanzamt rum, noch mit sonst irgendwelchen anderen Behörden, Ämtern, Quietschemäusen, keine Ahnung, ich mache das nicht mehr. Aber ich habe dann der Claudia gesagt, sie soll mir eine E-Mail schreiben und ich habe gesagt, ich schenke ihr den Junkie Charm sehr gerne. Da habe ich kein Problem damit, wenn sie mir vielleicht ein bisschen Bastelsachen schickt oder so. Einfach so quasi wie als Tausch. Und sie sagte auch, voll toll, das machen wir. Und ich habe ihr aber gesagt, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche, weil ich gerade noch ein paar andere Päckchen zu packen habe. Und sagte sie, ja, kein Problem, sie schickt mir meins aber schon mal los. Sie war schon ein bisschen kreativ und sie freut sich dann einfach, wenn meins kommt. Und ich werde jetzt auch versuchen, das nachher, jetzt mache ich erst der Carmen ihrs und dann mache ich der Claudia ihrs. Und dann habe ich noch ein paar andere, die ich noch machen möchte oder die ich noch machen sollte. Und ja, deswegen, ich habe es jetzt einfach schon mal aufgemacht und habe jetzt die Rückseite da liegen, weil ich muss mal kurz schauen. Ich hole es vielleicht so raus wegen den Adressen, weil ich wie gesagt beim Basteln war und jetzt nicht noch anfangen will, das irgendwie abzukleben. Da kommt schon was raus. Oh, da kommt jede Menge raus. Da kommt jede Menge. So, wunderbar. Die Tüte ist leer. Jetzt schauen wir mal. Ach, das finde ich. Ah, das finde ich schon mal herrlich. Das fängt gut an. So, als erstes hat mir die Claudia hier so Papierblumen mitgeschickt. Die finde ich sehr cool. Die habe ich noch nie gesehen. Noch nirgends. Teddy? Teddy GmbH, tatsächlich Teddy, kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Aber halt natürlich, was soll ich sagen? Rosa, Pink, es sind meine Farben. Einfach schön. Einfach schön. Und was hat sie mir hier mitgeschickt? Was ist das? Ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht besonderes Papier, so wie Reispapier oder so. Werden wir mal schauen. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Aber ich, ja, das ist so wie. Ah, ja, das ist so wie Reispapier. Seht ihr das? Das ist so ganz bisschen durchsichtig. Ah, richtig, richtig toll. Ganz tolle verschiedene. Oh, rot. Rot ist gut für Weihnachten jetzt. Oh, und es glänzt. Seht ihr das? Mit so ein bisschen Goldschimmer. Oh, das ist aber richtig, richtig schön. Oh, das ist schön. Da freue ich mich. Das ist richtig toll. Das lege ich jetzt mal so zur Seite, weil. Hier hat es auch verschiedene drin mit Lila. Oh, richtig, richtig toll. Ich will die jetzt nicht rauspacken. Ich habe Angst, dass ich die nachher sonst nicht mehr da reinkriege und für kaputt mache. Total süß. Meine Güte, was es da alles gibt. Ja, Zeemann, den haben wir zum Beispiel nicht. Zeemann gibt es bei uns nicht. Habe ich noch nie gesehen, kenne ich nicht. Aber total cool, gell? Scrapbooking Pins. Das sind Brads wahrscheinlich, denke ich mir. Und die sind ja mal so süß. Oh mein Gott. Den Käferchens und die Blume und die dicke Eule, die dicke Olle Hummel hier. Die ist ja richtig cool.
Und die Schnecklis, die sind ja auch süß. Ach, mein Gott. Vielen, vielen Dank. Meine Güte, ich freue mich riesig. Das ist auch toll. Baby, ich denke, das wird auch von diesen Ziemann sein. Sagt mir hier, weiß ich nicht. Hier steht irgendwas mit Netherlands. Also denke ich, das ist auch von diesem Seemann, Ziemann, Seemann, keine Ahnung, wie man das spricht. Richtig, richtig cool, wenn man ne, zum Beispiel eine Karte oder auch für ein Cover für ein Babyalbum, finde ich das richtig, richtig cool. Also klasse. Kann man immer gebrauchen. Kinder werden immer geboren, kommen immer zur Welt. Richtig, richtig cool. Und hier haben wir Herzen, die finde ich ja auch richtig, richtig toll. Weihnachtsdeko, aber die kann man ja auch so nehmen. Das muss ja nicht unbedingt Weihnachten sein. Mit Rot und Gold. Okay, gut, das sind Weihnachtsfarben, aber ich würde die jetzt nicht für Weihnachten nehmen. Achtung, nur zur Dekoration. Also bitte, liebe Leute, gell, sowas könnt ihr nicht essen. Ich weiß nicht, warum man das hinschreiben muss, aber ja gut. Es gibt vielleicht tatsächlich Leute, die sowas essen. Hier haben wir eine wunderhübsche Karte. Das ist die Post für mich. Ich habe schon gelinst, da steht was drauf. Das werde ich mir aber auch wie beim vorherigen bei der Carmen in aller Ruhe durchlesen. Oh, und hier haben wir Herzen. Die sind ja auch süß. Das sind so Schaumstoffherzen in Rot. Und es geht ja einfach auch immer. Also Herzen, Schmetterlinge, so, das sind so diese Basics, finde ich, wo man immer nehmen kann. Also da freue ich mich riesig. Das ist super. Und hier haben wir Blümchen und die sind ja auch mal richtig, richtig schön. Das ist auch wieder von diesen Seemann, oder? Keine Ahnung. Und die sind richtig cool, weil die haben einfach auch schon diesen Strassstein drin. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Braucht man gar nichts mehr machen, nur noch kleben, fertig. Klasse. Und die kann man auch sehr, sehr schön nehmen für Paperclips. Die mag ich gerne benutzen, gerade mit bisschen Heißklebepunkt und von hinten was dagegen und eine Büroklammer rein, hat man wunderschöne Paperclips und hat nicht viel Aufwand. Und das finde ich halt richtig, richtig klasse. Und hier, hier hat sie mir die selber gemachten Karten rein. Ach, das ist ja, ach, guck mal, wie schön. Sie macht das ganz, ganz toll. Ganz schlicht. Aber richtig edel, richtig schön mit dunkelblau, silber. Einfach jetzt auch mal ohne Schrift. Kann man auch sehr gut für einen Mann nehmen. Finde ich richtig schön. Ich tue mir da immer sehr schwer bei Männerkarten, weil ich einfach immer derjenige bin, der denkt, Glitzer und Blumen und Pink und nochmal und noch mehr und Schnörkel und Schleifchen. Und dann denke ich mir immer, so, jetzt ist es wieder was für eine Frau, aber nicht für einen Mann. Also von dem her wird die bestimmt Verwendung finden für den Geburtstag für meinen Schwiegervater, weil die ist perfekt für den. Oh je. Und hier haben wir eine, die finde ich ja auch wunder, wunderschön. Alles Gute. Ganz schlicht, ohne viel Klimbim, aber mit so gepressten Blumen. Richtig, richtig cool. Ich habe da von der Annie welche in dem Paket gehabt. Und sie sagte das auch irgendwie, das sind gepresste Blumen und dann hat sie die wohl irgendwie laminiert oder so. Also was es alles gibt, das ist echt unglaublich. Und die finde ich richtig schön. Also auch von den Farben her, Weinrot, mit Gold und ein bisschen zu so Creme. Das ist nicht direkt weiß, das ist mehr cremefarben. Richtig elegant. Zurückhaltend elegant. Richtig, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Und hier haben wir Blau. Frohe Weihnachten. Auch recht einfach will ich nicht sagen. Recht schlicht, sage ich jetzt eher mal. Aber hier auch mit so vielen Details. Hier hat sie die, das seht ihr gar nicht so. Das sehe eigentlich, ich glaube, eher nur ich. Jetzt hole ich es mal vorsichtig raus. Ich will die nicht kaputt machen. Hier hat sie die, hier die Sterne so ausgestanzt. Jetzt sieht man es besser. Und also schon mit viel Details und aber trotzdem insgesamt eher schlicht gehalten, finde ich sehr schön, weil ich das nicht kann. Ich kann nicht schlicht. Das ist wie andere sagen, sie können nicht üppig, sie können nur schlicht. Ich kann eher nicht schlicht. Ich bin eher so alles drauf, was geht. Und Hauptsache Glitzer und Hauptsache viel. Aber sehr schön, frohe Weihnachten. Die ist sehr schön. Die werde ich wahrscheinlich auch benutzen, wenn ich das denn darf. Aber ich denke schon, weil was soll ich das alles aufheben? Ist, sie macht ja auch keinen Sinn. Die würde meinen Schwiegereltern gut gefallen. Also das sind denen ist ihr Geschmack. Und hier, was ich richtig, richtig geil finde, das sind diese Konturen-Sticker, so nennt man die, glaub. Und
Die sind halt mal richtig geil, weil die sind mit Türkis und Gold. Und das ist halt so eine Farbkombination, wie du, die kriegt man sonst eigentlich nicht, weil sonst ist eher Türkis und Silber. Ey, aber richtig cool, oder? Und verschiedene Blumen, Sonnenblumen und eher sowas wie Veilchen und Rosen. Also so richtig, richtig toll. Genial zum Verzieren von Karten. Also, und da sind wir wieder beim Thema, gell? Es muss halt glitzern. Irgendwie muss es bei mir immer glitzern. Das ist, oh, ich versuche es auch mal schlicht, aber dann wird es meistens nichts. So, wird meistens nichts. Und hier haben wir auch nochmal so Konturensticker. Und das sind so quasi so Ornamente, so in Ovalen, wie so ein, quasi so ein Spiegelrahmen. Und so verschiedene Ornamente finde ich auch sehr schön. Kann man es sehr gut zum Beispiel auch für Vintage nehmen. Also ich bin ja der Meinung, Vintage kann man ja ruhig auch ein bisschen mit Glitzer mischen. Also es muss ja nicht nur ganz so rustikal sein. Ja, und hier haben wir Scrapbooking Threads. Das ist ja auch cool. Die kann man sich selber zusammensetzen, oder? Sehe ich das richtig? Also hier hat es quasi die Nadeln. Und hier hat es so zum Klappen. Das finde ich richtig cool, wenn man so eine Seite macht in einem Album, so ein Element. Und das hier ist das. Nee, das scheint dran zu sein. Blümchen. Und das ist das. Ein Fisch. Fische. Fische. Und einfach runde Kreise. Oh, finde ich cool. Wo gibt es sonst sowas? Sag mal. Ja, Zeemann, keine Ahnung. Warum? Warum kenne ich das nicht? Weil es das bei uns nicht gibt. Klar, Zeemann. Und hier, ich bin auch blöd, gell? Ich schaue es schon an, obwohl ich es euch noch gar nicht zeige. Scrapbook Kit DIY. Richtig, richtig cool. Da ist ja mal alles drin. Da hat es drin solche quasi Paperclips, Bänder und dann hat es hier solche Tags und so wie Aufleger hat es da drin. Ah ja, hier sieht man es besser. Papier. Vier verschiedene Papiere. Und ich denke, dass das vielleicht Sticker sind. Das sieht richtig cool aus. Das ist auch cool. Kenne ich nicht. Aber finde ich richtig geil. Wieso gibt es bei uns keinen Seemann? Finde ich scheiße. An alle Leute da draußen, die vielleicht irgendwie hier so Kumpels haben, die bei Zeemann irgendwie sind. Kommt doch mal hier ins Schwabenland. Hier gibt's sowas nicht. Das finde ich richtig blöd. Ich will auch so einen coolen Laden haben. Ja, das sind Sticker. Man sieht es hier. Also hier, ja, sieht man ein bisschen. Das sind Sticker. Ach, die finde ich ja richtig cool. Fun in the Sun. Ja, genau. Warum nicht? Das Hammer. Richtig, richtig cool. Na, das finde ich ja richtig geil, weil da würde ich einfach sagen können, das werde ich nie wieder kriegen, weil es, wie gesagt, das bei uns nicht gibt. Das ist dann gerade Zufall, wenn das vielleicht mal bei eBay oder so ein Teil ersteigern könntest oder sowas. Aber es ist ja eher jetzt nicht so der Fall. Mein Gott, was soll ich sagen? Oh, ja. Also, liebe Claudia, ich muss sagen, ich bin total überwältigt. Richtig, richtig toll. Ich freue mich riesig. Gerade auch über diese Sachen von diesem Zeemann, weil ich den wirklich ja nicht kenne und hier nicht habe. Und du hast dir deinen Junkie Jar mehr als verdient. Der wird auf jeden Fall morgen zu dir verreisen. Auf jeden Fall. Ich werde das heute mit Sicherheit noch fertig machen, weil ich heute dranbleiben will. Ich habe heute nichts mehr vor. Es ist egal, wer klingelt. Es wird nicht aufgemacht. Egal. Heute wird gebastelt. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin total. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch total über diese Karten, die ich wunderschön finde. Gerade auch die hier. Die wird auf jeden Fall verwendet werden. Und die anderen wahrscheinlich auch, wenn das denn für dich okay ist. Aber ich denke es schon. Und ja. Was soll ich sagen? Wow, total toll. Und hier dieses, das ist ja sowieso hier pink und so. Meins. Also, da steht ja schon mein Name drauf irgendwo. Imaginär. Also, ich werde mir jetzt noch die Post durchlesen in aller Ruhe und dann, zack, 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 werde ich mich ans Basteln machen.
Und du hörst von mir und ihr alle anderen, ihr hört auch von mir. Habt jetzt erstmal noch einen schönen Tag und seid kreativ. Bis dann. Tschüss.